Donnerstagabend, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, live bei Ron. Wir kümmern uns heute um Ihren grünen Daumen bei diesem frühlingshaften Wetter, Basti, denn wir schalten zu einem Gartenprofi. Freuen wir uns drauf. Außerdem kümmern wir uns um Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung nach dem Großbrand in Moosbach am Montag. Alles dazu bei uns im Nachrichtenüberblick. Dazu waren wir bei einer Polizeikontrolle dabei im Fokus der Sicherheitsgurt. Sehr spannende Einblicke gibt's gleich für Sie. Und im Sport ein junger Hoffenheimer im großen Freudentaumel, weil er heute zum Nationalspieler nominiert wurde. All das und noch mehr heute hier bei Ron. Ganz viel Spaß. Frühling pur heute bei uns in der Region. Bis zu 20 Grad hat das Thermometer angezeigt. Beste Voraussetzungen also, um jetzt die Grundlagen für einen schönen und bunten Balkon oder Garten zu schaffen. Holen wir uns also Tipps von einem Gartenprofi. Mein Kollege Alexander Kumpf ist im Flora-Park in Wiesloch. Und wie ich sehe, sieht es dort schon sehr, sehr frühlingshaft aus. Hi Max. Ja, eigentlich ist es für die meisten Zierpflanzen noch zu kalt in der jetzigen Jahreszeit, also jetzt Mitte März. Aber ich habe mir hier einen tollen Einkaufswagen voller Frühblüher zusammengesucht. Frühblüher ist ein gutes Stichwort, denn Alexander Wagner, der ist Gartenbaumeister und kann uns jetzt mal erklären, was sind denn diese sogenannten Frühblüher? Ja, hallo, guten Tag. Herr Kempf. Ja, Frühblüher sind einjährige Pflanzen, die jetzt genau um diese Zeit blühen. Das sind zum Beispiel Stiefmütterchen oder Hornveilchen, Primel, Bellis, aber auch Zwiebelblüher wie Narzissen und Hyazinthen. Dann wollen wir die doch jetzt auch schon mal einpflanzen, denn auch beim Einpflanzen muss man ein paar Sachen beachten. Sie können gerne währenddessen schon mal ans Werk gehen. Was sollte ich denn beachten beim Einpflanzen von Frühblühern? Wichtig ist bei allen Gefäßen immer wichtig, einen Ablauf, einen Wasserablauf zu schaffen, dass es keine Staunässe gibt. Gucken wir direkt mal in den Topf. Ja, genau. Hier ist unten drunter natürlich ein Ablaufloch. Normalerweise schaut man, dass man da eine Scherbe drunter legt, dass wirklich der Ablauf immer gewährleistet ist. Dann pflanzt man das, macht man das voll mit Erde, am besten eine gute Blumenerde und füllt das bis oben hin mit etwas Abstand. Und dann geht's los mit dem Einpflanzen. Was sind denn so die Frühblühertrends 2024? Ja, also Sie haben ja schon ganz tolle Sachen auf Ihren Einkaufswagen geladen. Und was wir dieses Jahr beobachten, ist, dass es zum Beispiel Mixtöpfe gibt. Das heißt, verschiedene Arten von Pflanzen in einem Topf. Das sieht so aus zum Beispiel. Hier haben wir Stiefmütterchen oder Hornveilchen, besser gesagt. Und Bellis, das ist das Gänseblümchen, als Kombination. Oder hier ebenfalls mit Bellis und Hornveilchen, aber dazu noch ein Vergissmeinnicht. Die sind tatsächlich ja schon bunt arrangiert, die kann man so auch richtig, bei Ihnen kaufen. Genau, ja, die kann man so bei uns kaufen in dieser Kombination. Und wenn ich sie dann eingetopft habe, was muss ich da denn beachten? Da gibt es nämlich auch eine Faustregel, habe ich gelesen. Ja, normalerweise setzt man immer die höheren Pflanzen nach hinten, dass die möglichst viel Licht haben und die kleineren nach vorne. Auch das gibt dann einfach eine schönere Kombination. Also ich würde jetzt zum Beispiel das hier, das ist eine Akelei, eher nach hinten nehmen, weil das Ganze wird noch ein bisschen höher. Und dann die niedrigeren Sachen in den Vordergrund, zum Beispiel mit dieser Kombination. Wir haben auch eine Zuschauerfrage bekommen und zwar geht die um den Rasen. Ich lese sie gerade kurz mal vor. Jan vor Seib vor, das ist Jan Seibert aus Rödesheim-Gronau, der schreibt, welche Reihenfolge ist denn bei der Rasenpflege wichtig und in welchem Zeitraum bzw. Monat? Ja, also jetzt um die Zeit, wenn das wieder losgeht mit der Wachstumsphase im Rasen, März, dann sollte man den Rasen zum ersten Mal schneiden, also das heißt mähen. Nicht zu tief, das ist wichtig, dass man eher so auf 6-7 cm geht, nicht so weit runter, denn der Rasen ist auch da noch frostempfindlich, wenn man zu tief runtermäht. Und dann ist das Vertikutieren angesagt, eventuell sanden oder auch kalken. Das kommt ein bisschen auf den Boden an. Das sind so die wichtigsten Dinge. Danach könnte man dann eine Nachsaat machen an Stellen, wo der Rasen nicht mehr ganz geschlossen ist. Alexander Wagner, vielen Dank und damit sonnige Grüße zurück ins Studio. Viel gelernt. Vielen Dank, Alexander und Alexander live in Wiesloch. Euch dann gleich oder dir, Alexander, eine gute und sichere Rückfahrt zu uns in die Redaktion und vor allen Dingen auch
anschnallen. Der Sicherheitsgurt ist ja auch Lebensretter Nummer 1 im Auto. Aber nicht alle legen diesen an. Laut einer Auswertung der Unfallforschung der Versicherer können bis zu 200 Verkehrstote im Jahr vermieden werden, wenn alle Pkw-Insassen sich anschnallen würden. Genau aus diesem Grund führt die Polizei Germersheim regelmäßig Gurtkontrollen durch. Elli Ries und Karriere Schadewald waren mal mit dabei. Die Anschnallpflicht. Jeder kennt sie. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Leben zu retten, wurde sie 1976 eingeführt. Damals war die Zahl der Verkehrstoten mit 21.332 Menschen auf einem Höchststand. Seitdem ist viel passiert. Diese Zahl hat sich bis letztes Jahr auf 2.830 verringert. Für die Polizeioberkommissarin Sarah Hirschfeld und Polizeikommissar Silas Wagner aus Germersheim ist die Kontrolle dieser Pflicht daher Routinearbeit. Also wir machen auch häufig fliegende Kontrollen, nennen wir das, das aus dem Fahrzeug raus. Dass wir dann neben denen herfahren und dann haben wir auch einen guten Blick auf den Fahrzeugführer, ob er jetzt angeschnallt ist oder nicht. Wie erfolgreich solch eine fliegende Kontrolle ist, hängt dabei von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Da kommt es halt drauf an, wie langsam fahren wir vorbei, welche Geschwindigkeit haben wir und wie gut ist auch der Blick, dass wir dann freie Sicht haben auf den Fahrzeugführer. In Germersheim wurde 2023 insgesamt 3.720 Mal gegen diese Pflicht verstoßen. Geschätzt schnallen sich, Stand 2018, immer noch 2% der Deutschen nicht an. Los, wir haben einen. Ja. Hallo, warum wir Sie anhalten? Wir standen da vorne und Sie waren nicht angeschnallt. Ja? Einmal erwischt, fällt die Reaktion unterschiedlich aus. Manche geben den Verstoß nicht zu, manche sind direkt bereit und sagen, ja, Fehler, ich war nicht angeschnallt, stimmt schon. Manche versuchen sich rauszureden, es gibt aber auch welche, in einigen Fällen, die schnallen sich hinterrücks an. Da hätten wir auch schon den Vorsatz. Die Ausreden lassen sich wohl damit begründen, dass ein Verstoß durchaus teuer werden kann. Grundsätzlich wird der Gurtverstoß mit 30 Euro geahndet. Bei Kindern sieht das nochmal anders aus. Wenn man jetzt ein Kind hinten drin sitzen hat, wo ohne jegliche Sicherung, das heißt, ich habe auch keinen Kindersitz im Auto, obwohl das vorschriftsmäßig ist in dem Moment, dann sind wir schon bei 70 Euro Bußgeld. Ein weit verbreiteter Irrtum ist im Übrigen, dass grundsätzlich der Fahrzeugführer für Verstöße gegen die Anschnallpflicht haftet. Dort wird nämlich unterschieden. Bei den Kindern zahlt es der Fahrzeugführer, weil er verantwortlich ist für die Sicherung von Kindern. Wenn es aber volljährige also Beifahrer, Mitfahrer sind, sind sie selbst dafür verantwortlich. Wir empfehlen daher, einfach anschnallen. Wir bleiben im Kreis Germersheim und gehen nach Jockrim. Ein Misthaufen vor dem Rathaus sorgt dort Anfang Februar für Aufruhr. Er galt als Protest gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde. Thomas Schmidt, ein Einwohner Jockrims, hat den Misthaufen vor dem Rathaus abgesetzt. Er kritisiert den möglichen Standort für die Unterkunft und die aus seiner Sicht fehlende Kommunikation der Stadtoberen. Bei einer Bürgerveranstaltung gestern Abend wurde über eine Standortalternative diskutiert. Die geplante Flüchtlingsunterkunft soll jetzt umziehen. Über das Ergebnis der gestrigen Veranstaltung, die angespannte Stimmung in Jockrim und wie der neue Standort aussehen wird, hat Katharina Walter mit Jockrims Oberbürgermeisterin Sabine Baumann gesprochen. Frau Baumann, wird es denn bei dem Standort neben dem Rathaus bleiben? Nein, bei dem Standort wird es nicht bleiben. Der Ortsgemeinderat hatte den Auftrag, einen gemeindeeigenen Standort zu benennen, der am ehesten in Frage kommt. Das hat er getan. Die Verbandsgemeinde entscheidet jetzt, wo die Container gestellt werden. Und die hat nach der Entscheidung durch den Ortsgemeinderat von einem Privaten ein Angebot für eine andere Fläche bekommen. Und dort, so hat man gesagt oder hat man entschieden, nachdem alle möglichen Kriterien beurteilt wurden, ist der bessere Platz und dort werden die Container gestellt werden. Das ist am Ortsrand direkt im Anschluss an die Bebauung und ja. Welche Rolle hat denn dabei der Misthaufen-Protest gespielt? Keine, gar keine. Also wir haben auch gestern Abend in der Einwohnerversammlung ganz deutlich gemacht, dass Jockrim sich nicht von einem Misthaufen treiben oder beeinflussen lässt. Und den Misthaufen führt auch nicht dazu, dass wir jetzt sagen würden, ja, gerade zu lädt, kommen Sie doch ans Rathaus und wir verzichten auf den insgesamt doch etwas geeigneteren Standort. Es gab ja doch relativ viele Unterschriften dagegen. Wie lief denn die Veranstaltung gestern ab? Wie war die Stimmung vor Ort? Also die Veranstaltung war sehr gut besucht. Es waren so geschätzt zwischen 380 und 400 Personen dort.
Die Stimmung war erstaunlich sachlich. Die Leute waren sehr interessiert. Es war im Wesentlichen ruhig und man hat einander zugehört. Kann Ihre Stadt denn die Flüchtlinge überhaupt aufnehmen? Kann die das stemmen? Ja, unsere Gemeinde muss das tun. Es gibt natürlich einige Stimmen, die sagen, so langsam ist es schwierig. Jetzt müssen wir schon Container stellen, weil Wohnraum bei uns sowieso sehr gesucht ist. Aber unabhängig davon stehen sie halt vor der Tür, im Schnitt 5 in der Woche in der ganzen Verbandsgemeinde, die 4 Ortschaften umfasst. Und dann müssen wir sie unterbringen. Also die Verbandsgemeinde übernimmt es im Moment für ihre Ortsgemeinde. Was wünschen Sie sich sonst noch von der Politik auch in Sachen Unterstützung? Ich persönlich, ich kann jetzt nicht für den Gemeinderat sprechen, da sind verschiedene Fraktionen, die unterschiedliche Meinungen haben zur Politik. Aber ich persönlich denke, dass bei der Asylpolitik doch einiges erforderlich ist, dass man auch denen Asyl gewähren kann, die es wirklich brauchen. Und diejenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, dass die Plätze nicht blockieren. Und das wünsche ich mir von der Asylpolitik auf europäischer Ebene. Würden Sie sagen, dass die Wogen in Jockim jetzt geglättet sind? Also gestern Abend war es im Anschluss dann doch relativ ruhig. Einige haben sich natürlich aufgeregt, weil ihre genauen Ansprüche nicht erfüllt wurden oder die Diskussionen oder Entscheidungen anders gelaufen sind, als sie dachten. Man wird es sehen, was passiert. Aber ich denke, wenn die Container dort stehen und die ersten Familien dort eingezogen sind, wird es sehr ruhig sein. Frau Baumann, vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne. Weitere Meldungen hat Florian Busch für Sie zusammengefasst. Gute Digitalisierung. Die Waldparkschule in Heidelberg-Boxberg ist für ihre digitale Vorreiterrolle ausgezeichnet worden. Als eine von 12 Schulen bundesweit gewann sie den Smart School-Wettbewerb des Digitalverbandes Bitkom. Ein Grund könnte sein, dass die Digitalisierung für die 460 Schüler schon jetzt allgegenwärtig ist. Wir haben sehr viele Angebote in der Schule, um die Kinder auch für Fake News und solche Geschichten zu sensibilisieren. Wir haben sehr viele iPads in der Schule im Einsatz und wir kriegen unsere Schulaula komplett umgebaut in ein digitales Zentrum und den Kindern da das zu ermöglichen, selbst digital zu arbeiten. Auch ein Kopierraum wird demnächst zum Filmstudio umfunktioniert und 3D-Drucker werden angeschafft. Die Kosten im hohen sechsstelligen Bereich tragen die Stadt Heidelberg und ein privater Spender. Nach Unfall jetzt U-Haft. Der Mann, der sich am Montag in Schriesheim durch das Hantieren mit Feuerwerk schwer an der Hand verletzt und für eine Verpuffung gesorgt hat, muss vorläufig ins Gefängnis. Das hat die Polizei heute bekannt gegeben. Im Rahmen der Ermittlungen fanden die Beamten mehrere Schuss- und Stichwaffen in seinem Haus. Außerdem knapp 1 Kilo Amphetamine, 20 Gramm Kokain und 800 Gramm Marihuana. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Haftbefehl. Mögliche Ursache. Nach dem Brand des Odenwald-Zentrums in Moosbach am Montag ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen 4 Dachdecker. Diese hätten am Tag des Brandes Arbeiten auf dem Dach des Gebäudes durchgeführt. Es besteht der Anfangsverdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Außerdem soll geklärt werden, ob der Feueralarm und die Sprinkleranlage funktioniert haben. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis Mittwoch an. Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heute den Kader für die nächsten Länderspiele bekannt gegeben. Neben bekannten Kräften wie beispielsweise Torhüter Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim sind auch 6 Neulinge für die Partien gegen die Niederlande und Frankreich berufen worden. Und erstmals mit dabei im Körbchen des Bundestrainers ist der Shootingstar der TSG Hoffenheim Maximilian Bayer. Francesco Romano und Pascal Förster berichten. Er ist der Shootingstar der TSG Hoffenheim, Maxi Bayer. 21 Jahre jung, 12 Saisontore, 5 Vorlagen und das in seiner ersten Bundesliga-Saison. Ein Traumstart für den gebürtigen Brandenburger, der sein Glück kaum fassen kann. Ich war schon ein bisschen nervös, weil ich habe ihn ja eingespeichert. Er hat mich ja im Oktober schon angerufen und als ich dann die Namen aufploppen sehen habe, hat schon auch für mich angefangen zu pochen. Also war schon sehr nervös, ja. Und als er mich dann angerufen hat, hat gesagt, ja, servus Maxi, ich nominiere dich, du bist im Kader. Danke, danke, ich freue mich sehr, habe ich gesagt. Und ich war zu nervös, um noch irgendwas anderes zu sagen. Also ging nur noch ja, ja, danke, ja, mehr nicht. Also
keinen gescheiten Satz rausbekommen. Reden muss er ja nicht, dafür Tore schießen. Und das tut er. Sein Trainer ist mächtig stolz. Wenn man sieht, wer aktuell performt, welche deutsche Stürmer performen, dann kann man an Maxi nicht vorbeidenken. Der ist in einer Topform aktuell, hat Max seine Tore, arbeitet extrem fleißig für eine Mannschaft und ist ein super Typ. Für jede Mannschaft, habe ich schon mehrmals gesagt. Das ist keine Überraschung. Und damit darf sich Bayer auch erste leise Hoffnungen auf einen Kaderplatz bei der Europameisterschaft im Sommer machen, die dazu im eigenen Land stattfindet. Maxi hat eine Wahnsinnsentwicklung genommen und die Leistungen sprechen auch für ihn. 12 Tore, 5 Vorlagen. Darüber hinaus mit seiner Art und Weise, wie er spielt, für uns ein Riesengewinn. Ich bin mir sicher dann auch für die Nationalmannschaft und wir sind extrem stolz, den nächsten Nationalspieler hier bei der TSG stellen zu können und viele, die bei uns reifen konnten und dann zu Nationalspieler werden konnten. Wie auch TSG-Kapitän Oliver Baumann, auch er ist wieder nominiert, wartet noch immer auf seinen ersten Einsatz im DFB-Trikot und auch der gebürtige Mannheimer Pascal Groß darf sich über eine Nominierung freuen. Von der Nationalmannschaft ist der SV Waldhof Mannheim momentan meilenweit entfernt. Der Club hat andere Sorgen. In knapp 24 Stunden eröffnet der SVW den 30. Spieltag. Es geht so langsam auf den Endspurt, auf die Zielgerade zu in der dritten Fußballliga. Und bei dem Blick auf die Tabelle, da wird den Fans durchaus Angst und Bange, denn der Waldhof steht auf dem 17. Tabellenplatz, heißt momentan Abstieg in die Regionalliga. Und jetzt morgen wieder ein wichtiges Duell für das Team von Trainer Marco Antwerpen. Es geht gegen einen direkten Konkurrenten, Arminia Bielefeld. Francesco Romano berichtet. Kampf um jeden Zentimeter Rasen beim Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim. Und das ist auch nötig. Das jüngste 2:2 gegen Viktoria Köln spendet Mut. Trainer Antwerpen ist guter Dinge, dass es was wird mit dem Klassenerhalt. Ich sehe, was wir mittlerweile spielen, wie wir uns verbessern, was wir für eine Leistung auf den Platz bringen. Und wir müssen Kleinigkeiten noch abstellen, was meistens dann zu größeren Fehlern führt. Das sind dann Gegentore, da sind wir dabei und da müssen wir uns mehr konzentrieren. Und dann haben wir ein wichtiges Spiel am Freitag vor der Brust. Und zwar gegen Arminia Bielefeld. Platz 17 empfängt Platz 15, also ein waschechter Kellerkrimi. Das ist ein Heimspiel und die sind für uns wichtig. Da stellen wir uns so auf, dass wir die 3 Punkte holen wollen. Und dann schauen wir nach dem Spiel, ob uns das gelungen ist. Man möchte was bewegen, am besten in die richtige Richtung. Dass in dieser dritten Liga so gut wie alles passieren kann, zeigen die Ergebnisse des SVW. Erst verliert man auswärts beim Tabellenletzten, dann besiegt man den Ersten. Antwerpen weiß, wo er ansetzen muss. Die Spiele sind fast immer auf Augenhöhe. Kleinigkeiten entscheiden, du musst gut Standardsituationen verteidigen, tun wir uns im Moment extrem schwer und das müssen wir lernen, damit wir in der Zukunft ja wichtige Siege reinholen. Denn ohne Siege könnte das Horrorszenario eintreten und das heißt Regionalliga. Die sportliche Situation spiegelt sich quasi in der auf der Geschäftsstelle. Zuletzt war einiges los. Trainer Rehm weg, Geschäftsführer Komp weg, Sportchef Schork weg. Antwerpen lässt das aber kalt. Ich bin jetzt schon länger im Fußball unterwegs und das ist eigentlich gang und gäbe, dass im Fußball immer Bewegung ist und dementsprechend kommt es manchmal ein bisschen überraschender, manchmal weiß man aber vorher schon informiert, von daher ist bei mir alles im grünen Bereich. Das sollte es auch morgen sein, beim Heimspiel gegen Bielefeld. Um nicht abzusteigen, sollte man hier schon mal einsetzen. Über die Situation in der Waldhof-Geschäftsstelle hat mein Kollege Francesco Romano mit der neuen Geschäftsführerin gesprochen. Jennifer Schäfer, seit einer Woche Geschäftsführerin des SV Waldhof Mannheim. Frau Schäfer, wie wollen Sie denn dazu beitragen, dass es nach diesen personellen Wechseln in der Geschäftsstelle etwas ruhiger zu sich geht? Also Nummer 1 ist vorab bei uns, alles wird klar kommuniziert. Diese ganzen Zugänge, Abgänge möchte ich in Zukunft auch nicht mehr haben. Jeder, der beim Waldhof arbeitet, soll 100% geben. Und aktuell glaube ich, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben jetzt auch eine Sache geändert. Alle festangestellten Mitarbeiter erfahren auch in Zukunft im Voraus, wenn es Ankündigungen gibt. Wie zum Beispiel bei mir, als ich jetzt Geschäftsführerin wurde, haben wir eine halbe Stunde vorab Bescheid gegeben allen Mitarbeitern, weil ich fand es persönlich früher auch immer schade, dass man alles aus der Presse erfahren musste. Und so haben die Mitarbeiter auch alle die Chance zu sagen, krass, ich arbeite beim Waldhof und ich erfahre einfach vor allen Leuten, dass jetzt dies, das, jenes passiert bei uns. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch und es ist auch die Wertschätzung für die ganzen Mitarbeiter. Und es ist auch so, jeder weiß, wenn es Probleme gibt, es kann alles angesprochen werden.
Meine Tür ist immer offen, jeder kann mich anrufen, wann er will. Es gibt auch keine Themen, die doof sind anzusprechen. Man kann über alles reden und ich glaube einfach diese Offenheit gegenüber allen, das ist einfach der Schlüssel. Das klingt nach neuen Wegen. Einige Fans kritisieren ja, dass Sie die rechte Hand gewesen sind von Markus Komp und dass Sie so mit einem Neuanfang im Wege stünden. Was entgegnen Sie dieser Kritik? Ja, gewesen. Ich habe viele Ideen, ich habe vieles umzusetzen, ich muss vieles aufarbeiten, das weiß ich auch, bin ich komplett schon dran. Und ja, die Fans dürfen mich beobachten, sie dürfen beobachten, wie es läuft. Es wird, nehme ich mal an, sehr gut laufen. Und dann können Sie mir gerne noch mal ein Feedback geben, wie Sie es fanden. Wie gesagt, die Fans dürfen auch jederzeit mich kontaktieren, sollen vorbeikommen. Ich bin im Büro. Der SV Waldhof Mannheim steckt im Abstiegskampf. Man muss sich zwangsläufig auf dieses Szenario vorbereiten, dass es in die Regionalliga gehen könnte. Wie ist der SVW denn vorbereitet? Wie sind Sie vorbereitet auf dieses Horrorszenario? Klar, wir müssen uns vorbereiten. Leider, wir wollen es alle nicht. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir absteigen werden. Wir halten die Liga. Die Jungs haben gezeigt, sie können es und sie wollen es. Wir wollen es alle. Das Team dahinter arbeitet mit Hochdruck dran. Wir unterstützen, wo es geht. Klar, wir mussten die Lizenzierung für die Regionalliga auch einreichen. Wir planen mit den Zahlen von der Regionalliga, aber wir bleiben drin in der dritten Liga. Frau Schäfer, vielen Dank fürs Gespräch. Kurze Pause, bis gleich. Der Frühling kommt, das heißt, es ist wieder Zeit für die Übergangsjacken. Und welche da gerade so im Trend liegen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Mode-Expertin Kasia Lehmann zeigt Caro, mit was das Ganze kombiniert werden kann. Die klassische weiße Bluse. Sehr cool. Na, die guckt dann ein bisschen raus aus der Jacke. Und ganz schlichte schwarze Leggings. Die hat jeder zu Hause und sieht in der Kombination wirklich schick aus. Dazu Pumps oder Sneaker. Du bist jetzt recht schwarz-weiß. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dazu noch die Farbe sehr gut passt. Rot zählt zu den absoluten Trendfarben dieses Frühlings. Und so pimpen diese Beanie und Tasche den Lederlook auf. Aber auch Lederoberteile in anderen Schnitten sind total trendy. Für Kerstin gibt's einen erdfarbenen Kunstledermantel mit einem Gürtel. Wenn du die Schleife vorne platzierst, dann betonst du zusätzlich noch den Bauch. Und oft ist es so, dass wir die Aufmerksamkeit weg vom Bauch lenken möchten. Deswegen leicht an der Seite. Außerdem zu beachten, ein großes Revers vergrößert optisch die Oberweite, ein dünneres hingegen streckt. Zu dem Mantel passt eine helle Culottehose mit farblich passenden Accessoires. Neben Leder sind auch Bouclé-Jäckchen total in. Der Schnitt ist kurz, deswegen haben wir dazu die High-Waist-Culottehosen kombiniert. Frauen, die besonders groß sind, können gerne auch tiefer gesetzte Culottehose tragen. Ansonsten an alle anderen sage ich bitte High-Waist. Die hochtaillierte Hose sowie die Loafer mit Plateau verlängern Karos Bein optisch. Ein toller, alltagstauglicher Look. Für Kerstin gibt's eine schwarze Bouclé-Jacke im klassischen Coco Chanel-Stil. Wenn die Taschen nämlich hier oben sind, tragen sie zusätzlich auf. Und wenn man große Oberweite hat, dann sieht so aus, als ob es noch mehr wäre. Deswegen haben wir die hier unten an den Seiten. Das lange Kleid streckt, die Raffungen kaschieren den Bauch und der V-Ausschnitt zaubert eine schlanke Silhouette. Wer es elegant mag, trägt hierzu die angesagten Mary Janes, Schuhe mit Riemchen. Außerdem auch in diesem Frühling nicht wegzudenken, Steppjacken. Bis vor ein paar Jahren lange Zeit als altmodisch und spießig verpönt, kommen die funktionalen Jacken nun im lässigen Schnitt und in knalligen Farben daher. Wie hier im Trendturn Peachfass. Und die passt besonders gut eben zu weißen Sachen. Also hierzu am besten eine lockere, helle Jeans kombinieren, sowie Sneaker, die die Farben des Outfits aufgreifen. Mit einer kuscheligen Mütze, ebenfalls in der Trendfarbe, strahlt Caro wie die Frühlingssonne. Und auch bei Kerstin kommt mit dieser blauen Steppjacke Farbe ins Spiel. Je kürzer, taillierter und dünner die Jacke, desto eleganter wirkt sie und desto mehr kannst du dazu auch einen Rock anziehen. Und je dicker, je länger und kastiger, desto sportlicher sie wirkt. Die Skinny Jeans betonen Kerstins schlanke Beine. Weiße Sneaker, sportliche Cappy und ein Rucksack in der Trendfarbe Gelb sorgen für einen erfrischenden Look. Ob
also cool in Leder, klassisch in Bouclé oder farbenfroh in Stepp. Wir sind bereit für einen stylischen Frühling. Und fehlt noch das Wetter, das haben wir jetzt für Sie. Mit dem angenehmen und trockenen Frühlingswetter ist es morgen bereits vorbei. Von Westen ziehen immer wieder dichtere Wolken mit Schauern durch, sogar einzelne Gewitter sind möglich. Dennoch kommt zwischendurch auch mal die Sonne raus. Es bleibt zudem weiter sehr mild, die Temperaturen erreichen zwischen 14 im Odenwald und 17 Grad am Rhein. Wechselhaft und spürbar kühler startet das Wochenende. Wir müssen uns am Samstag mit Temperaturen bis 14 Grad begnügen. Später lockern die Wolken zwar häufiger auf, doch bereits am Sonntag kommen von Westen wieder neue Schauer. Die nächste Woche beginnt ebenfalls durchwachsen, aber schon wieder milder, mit Höchstwerten zwischen 13 und 16 Grad. Das war's schon wieder für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen, einen schönen Abend und bis morgen. Schönen Feierabend, danke. Tschüss. Fürs Zuschauen.